Herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Mein Name ist Vampirius und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin hier gerade noch in der Stadt unterwegs, mehr oder weniger eigentlich mit Kate, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, verschollen ist oder sowas. Vielleicht ist sie noch im Mars Fusion Komplex drin, den wir vorhin zusammen aufgeräumt haben. Und es geht weiter Richtung... Moment, wohin wollte ich denn eigentlich nochmal hin? Ab zur Karte, und zwar Richtung... dahin! Zur Fenuel Hall. Und dort gibt es dann Supermutanten, die zu töten sind. Und wenn ich mich umdrehe, sollte es dann auch nach Good Neighbor gehen. Also sprich in eine allgemeine diese Richtung, wo ich eigentlich auch hin muss, zumindest zum Entdecken. Irgendwas sollte da nämlich auch sein. Old Corner Bookstore. Oh, hallo! Wer bist du denn? Keine Ahnung, wer du bist oder wer du warst. Jetzt bist du auf jeden Fall... im Arsch! Ein legendärer wilder Ghoul! Woher kommst du denn? Scheiße. Na, super. Ein legendärer wilder Ghoul ist mutiert. Am Arsch! Oh! Schnellzieher, Revolutionärschwert. Kosten 25% weniger Aktionspunkte. Nett, nehmen wir doch mal mit. Und ein Schnapsglas. Und der hat die Leiche weggesprengt. Ihr Schweine! Ihr könnt doch keine Leichen wegsprengen! Das ist meine Aufgabe! Raider-Abschaum! Hallo Raider-Abschaum! Abschaum! Upsa! Na sowas! Ihr Idioten, ihr sprengt euch doch nur selbst in die Luft. Warum macht ihr das? Das tut doch weh. Ich bin doch hier, um euch weh zu tun. Moment. Legendäre Zeitlupe, immer schön ausnutzen. Knuspriges Gedöns-Dinges. Komm, Mad Axe, hauen wir nochmal einen rein. Gewinnestaut, Blutpaket, aufbereitetes Wasser. So, einmal richtig ordentlich rausziehen hier alles. Nachladen, nochmal schnell. Los, komm her. Klack, klack. Maul halten! War's das? Wo ist Kate eigentlich? Der sollte das doch gefallen, dass ich mich jetzt hier erstmal wieder mit Alkohol zugebombt habe. Wer schießt denn da? Da hinten schießt einer! Moment! Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen! Komm her! Komm her! Na, wo bist du denn? Ich treib sie aus der Deckung! Ey, hau doch nicht ab! Warte! Ich muss zumindest die Patronen und die Splittergranate mitnehmen. So, den Rest kannst du behalten. Tschüss! Ah, Kate! Bist du auch mal wieder eingetrudelt? Sehr schön. Finde ich ja toll. Ich glaube, ich habe gerade eben diesen ganzen Stützpunkt ganz alleine gestürmt. Was hältst du davon? Ich finde das toll. Dabei waren das gar nicht mal so viele. Nur 200. Und die habe ich alle alleine platt gemacht. Bist du stolz auf mich? Die restlichen 200, die liegen hier auch irgendwo rum. Du quer verstreut. Oh, scheiße, ey. Was haben die nur mit den Leuten gemacht? Kronkorken, Patronen, Kampfgewehr brauchen wir nicht. Das lassen wir einfach mal liegen. Oh. Das war noch eine lustige Falle. Und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt schon wieder hinrenne. Das ist irgendwie... Ich bin mal wieder von dem Weg abgekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Ah ja, die Richtung passt. Ich wollte hier in eine allgemeine diese Richtung. Ich wollte ja nach Good Neighbor.
Das heißt, irgendwo hier hinten müsste es eigentlich sein. Wissiger wilder Alpha. Wissig im Arsch. So, du beißt erstmal keinen mehr. Hau ab, blöde Töne. In den Arsch. Nochmal in den Arsch. Was haben wir hier? Good Neighbor! Hallöchen! Entdeckt Good Neighbor. Sehr schön. Ich glaube, hier brauche ich meine Waffe erstmal nicht mehr. Hey, warte! Zum ersten Mal in Good Neighbor? Da solltest du nicht ohne Versicherung unterwegs sein. Versicherung? Lass mich in Ruhe, sonst brauchst du gleich eine Versicherung. Wie war das? Dieses Armselig hat irgendwie alles übertönt. Du gibst mir alles, was in deinen Taschen ist. Sonst wirst du Unfälle haben. Schwere, blutige Unfälle. Immer mit der Ruhe. Wenn jemand zum ersten Mal durch dieses Tor kommt, ist er ein Gast. Lass diese Erpressungsscheiße. Was kümmert dich das? Er ist keiner von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn. Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. Wieso musstest du sowas sagen, hm? Du hast mir echt das Herz gebrochen. Alles klar bei dir, Bruder? Jo. Mir geht's gut. Danke, dass du dich um ihn gekümmert hast. Gut. Bitte lass diesen kleinen Vorfall nicht deinen Eindruck von unserer Stadt vermiesen. Good Neighbor ist aus dem Volk, für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Okay. Klingt nach Anarchie. Sarkastisch. Ja. Aus dem Volk, für das Volk. Oh, Junge. Ich weiß jetzt schon, dass ich dich mögen werde. Sieh diese Stadt einfach als deine Heimat fernab der Heimat an. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Okay, Cookie da. Ich glaube, Kate mag meinen Sarkasmus. Ich finde das toll. Kornkorken, was du auch findest, wir teilen. Maddox wirkt nicht mehr. Oh, schade. Hey. Falls du dich gefragt hast, das Signal von Diamond City Radio ist in Good Neighbor super zu empfangen. Und dieser Travis? Mann, der ist echt gut geworden. Ja? Ja, da ist was dran. Hi. Wer ist die Rothaarige? Sie hat diesen Ich stech dir mit einem Schraubenzieher die Augen aus Look. Genau wie meine Alte. Oh, wie schön. Ich finde es gut. Neighbor finde ich jetzt schon toll. Ein neues Gesicht in meinem Laden. Du schreist bislang noch nicht. Sehr höflich von dir. Lass es mich wissen, wenn du was findest, das dich interessiert. Hast du Arbeit für mich? Ja, hab ich. In der alten Stadtbibliothek Bostons haben sich Supermutanten festgesetzt. Ich habe schöne Erinnerungen an den Ort aus der Zeit, als ich noch klein war. Und ein Mensch. Vertreib diese Monster von dort, dann zahle ich dir 200 Kronkorken. Ich glaube, die Bezahlung ist etwas mickrig dafür, dass ich ein ganzes Gebäude säubern soll. Da hast du wohl recht. Sagen wir 250 Kronkorken. Abgemacht, Daisy. Danke. Hey, wenn du schon mal da bist, könntest du für mich dieses Buch zurückbringen? Ich habe es aus der Bibliothek. Frag lieber nicht, wie lange es schon überfällig ist. Ja, cool. Ich finde das klasse. Ich mag Kate immer mehr. Hey. Ich hab nichts zu verschenken. Und hier sind verdammt viele Mutanten unterwegs. Also scheint es dann noch so ein gerollter Boston-Buggel.
okay. Es scheint also... Oh, ein Baseballhandschuh. Mais. Ein Glaskrug. Alles das, was ich definitiv im Moment nicht unbedingt gerade weggeben werde. Kann man das Kleid mitnehmen? Nicht? Nein. Schade. Das wäre doch was für Kate. Was gibt's? Och, nix. Ich wollte nur mal, über die Schulter gucken. Hey. Hoffentlich ist es das wert. Was hast du auf dem Herzen? Was denkst du über uns? Ich bin lieber bei dir, als dass Raider nach mir schielen, während ich in einem Käfig kämpfe. Okay, das denke ich mal, sollte schon positiv sein. Was denkst du über uns? Könnte schlimmer sein, aber auch besser. Was willst du? Einen täglichen Bericht? Jo! Was meinst du? Dem Nächsten, der mich vögeln will, verpasse ich einen Tritt dahin, wo es wehtut, wenn du verstehst. Ach, schade. Das ist erstmal alles. Sicher. Schleppst du einiges mit dir rum? Verkauf lieber was davon an Daisy, bevor es dir jemand klaut. Ist ein Deal. Hey. Hallo? Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Was bist du? Ich bin eine Frau, Baby. Siehst du das denn nicht? Oh, na klar, es sind nur diese ganzen Metallplatten. Du bist ein Roboter, oder? Ein sehr weiblicher Roboter. War das eine Anmache? Da habe ich aber schon bessere gehört. Also brauchst du was? Schade. Was hast du denn für Waffen? Wenn es töten kann, verkaufe ich es. Außer Selbstmordgedanken. Die lassen sich so schlecht abpacken. Also, kommen wir ins Geschäft. Wie geil. Dann lass mal sehen, was du so hast. Dann statten wir dich mal aus, Killer. Oh, der Roboter gefällt mir. Ich finde das geil. Okay, Waffen, Splittermine, Sturmgewehr. Das Ding behalte ich erstmal. Das Ding ist geil, das kenne ich nämlich schon. Die können wir nämlich richtig, richtig schön hochziehen. Die rasende Powerfaust behalten wir auch erstmal. Die war schon geil. Das Schwert, scheiß drauf, weg. Das Ding brauchen wir erstmal nicht. Kleidung. Hundehalsband, raus. Hilfsmittel, haben wir noch jede Menge. Diverses behalten wir mal. Schrott, ja, den können wir eigentlich auch behalten. Ich sollte erstmal nach Hause den ganzen Kram wieder wegtun. Gucken wir mal, was Cleo so alles Schönes dabei hat. Ein Partystarter. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Menschen. Was ist das? Das ist ein Rackwerfer. Oder? Ja, sicher. Das ist ein Rackwerfer. Oh, wie schön. 11.000? Oh, aua. Okay, gut, dann gucken wir erstmal weiter. Präzisionsschützen-Dingens. Kirchen. Nee, gezackte Springmesser, Komfortgriff. Plasmapistolen habe ich, glaube ich, bisher noch gar nicht. Kompensiert und gehärtet. Panzerbrechend. Nett. Nee, das ist alles irgendwie so ein bisschen... nein. Auch nicht. Nee. Auch nicht. Oh. Mit Mündungsbremse modifiziert. Doppelläufig Schrot. Ich glaube, ich könnte mir eine neue Rumsbumswumme machen, so wie das aussieht. Nachtsicht, Impro-Repetiergewehr. Auch nett. Perforiertes Kampfgewehr. Der... ist auch nett. Oh, die Waffen sind hier eigentlich alle schön. Holla! Ein scharfer Schlagring. Nett. Oh, ein großer Vorschlaghammer. Auch nett. Nee, aber schade, Cleo. Da sieht's wohl etwas doof aus. Wie sieht's denn hier? Vernichtender Beinschienen rechts. Verlangsamt im Kampf vorübergehend die Zeit, wenn du 20% oder weniger Gesundheit hast. Beinschienen rechts unten. Ich glaube, die kann ich noch benutzen. Kosten 14.000. Oh, scheiße, nein. Wirft 10% des Nahkampfschadens zurück. Boah, was sind das hier für Brustteile?
Ich werd bescheuert. 24. Ach du verdammte Hacke. Das sind richtig geile Sachen. Leichtbauverstärkter Kampfrüstung. Das ist ein nettes Brustteil, was ich auf jeden Fall gebrauchen kann und gebrauchen will. Also, her damit. Was haben wir denn sonst noch? Die Stachelrüstungen sind eigentlich scheißegal. Gut, besten Dank. Ich denke, so können wir sagen. Annehmen, danke. Cleo, du bist ein Schatz. Tag, hä? Cleo, du bist wirklich ein Schatz. Hey, Cleo. Jede Waffe, die du hier siehst, könnte den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten, Baby. Einfach geil. Was hast du denn für Waffen? Wenn es töten kann, verkaufe ich es. Außer Selbstmordgedanken. Die lassen sich so schlecht abpacken. Also, kommen wir ins Geschäft. Ah, schade, ich kann... Vielleicht später. Komm wieder, wenn du bereit bist, den letzten Schritt mit mir zu machen. Cleo ist geil. Cleo ist wirklich geil. Oh, guck hier, da eine Power Station. Kann ich dann auch noch mal ein bisschen was machen. Ich glaube... Cleos Terminal? Okay. Nein. Nein. Ein Treffer. Fuck. Gut, dann müssen wir halt erstmal ein paar Sekunden warten. Was haben wir hier? Railroad anschließen. Wach auf, Commonwealth. Die Synths sind nicht eure Feinde. Sie sind genauso Opfer dieses Kriegs wie ihr. Ja, sie wurden vom Institut erschaffen, aber sie sind nichts weiter als Sklaven. Denkende, fühlende und träumende Wesen, vollkommen unterdrückt von ihren tyrannischen Herrschern. Also, schließt euch uns im Kampf gegen den wahren Feind an. Das Institut. Schließt euch der Railroad an. Wenn ihr bereit für diesen nächsten Schritt seid, keine Sorge, wir werden euch finden. Okay, das ist jetzt eine andere Perspektive. Alle schimpfen so dauerhaft gegen die Synths. Wie scheiße die doch sind. Und jetzt kommt sowas. Doch ein bisschen komisch. Nein. Open kann es dann nicht sein. Notes kann es nicht sein. Watch kann es auch nicht sein. North und Swords eigentlich auch nicht. Was haben wir hier sonst noch alles Schönes? Sonst haben wir aber keine... Bin drin. Oh! Notfallplan Daisy. Laserschuss aus großer Entfernung. Sie steht mir zu nahe, als dass ein direkter Angriff keinen Verdacht erregen würde. Was? Habe einen Plan, um jeden zu töten, den du... Punkt, nix. Laserschuss aus großer Entfernung. Steht mir zu nahe. Was haben wir da noch? Notfallplan Hancock. Zuerst die Leibwachen töten, im Schlaf erdrosseln, dann sämtliche Camps in Old State House vergiften. Kollateralschäden möglich. Verluste wären aber ohne größere Auswirkungen auf das Geschäft. Nachbarschaftswache, Supermutanten oder Raiderangriffe abwarten, Sprengladung an wichtigen Punkten des Verteidigungsperimeters, danach Umzug, da Good Neighbor angreifbar wäre. Ach du Scheiße, ey, was geht los mit der Tante hier? Sensoren haben kürzliche Grabungsgeräusche aufgefangen, Arbeiter und Wachen werden zu hohen Löhnen angeheuert, auf die Nacht warten, dann ins Versteck schleichen, Lampen auseinandernehmen und dann einen nach den anderen töten. Okay. Whitechapel Charlie. Einen seiner Partner bestechen. Gute Helfer sind heutzutage so schwer zu halten. Auch ein Mädchen vom Gewerbe hat eine Chance verdient. Das Sir Trail als Warnung niederbrennen, wenn sie danach querstellt. Sauberer Kopfschuss. Ich dachte immer, dass diese Terminals reine Zeitverschwendung wären.
naja, nicht so ganz. Zumindest mit dem, was wir hier gefunden haben. Ich habe für jede Situation die passende Waffe. Jagd, Selbstschutz, kaltblütiger Mord, heißblütiger Mord. Oh Mann. Ich muss passen. Schade. Wir kommen nochmal später ins Geschäft, Cleo. Auf jeden Fall. Was haben wir denn hier noch alles Schönes? Old State House. Hier ist das Lagerhaus. Ups, scheiße. Ein Glück hat das jetzt keiner gesehen, was ich hier gerade mache. Geschafft. Oh Mann, kaum bin ich ein Good Neighbor drin. Oh, hallo, oh, so schön, gefällt mir hier erstmal alles. Kate, hat das gefallen? Okay, was da jetzt noch drunter stand, weiß ich nicht. Ich bereinige das schnell. Oh oh. Todesschützen? Warum zum... Irgendjemand... Kommt mir vor, als hätte ich den Laufpass gekriegt. Oben sind noch ein paar mehr. Komm, wir gehen mal ein bisschen rum. Und, hallo, guten Tag. So, wie machen wir das denn jetzt am besten? Einmal erst auf den... Dann würde ich sagen, auf ihn und danach anschließend auf ihn. Baut, baut, baut. Ich finde VATS geil. Kronkorken. Maschinenpistole, Spielzeugauto. Ich kann nicht mehr rennen. Durch die Decke schießen ist fies. Inventar, Hilfsmittel, aufbereitetes Wasser. Und Fleisch von einem Mischlinghund. Mampfen. Und komm, ein Lager können wir auch noch saufen. Den Leguan können wir auch noch fressen. Und was haben wir jetzt hier? Die Maschinenpistole. Scheiß drauf, die brauchen wir nicht. Raus damit. Denn hallo, so, wohin schießen wir denn? Einmal hier auf den Kopf, dann dort auf den Kopf und dort auf den Kopf. Bounce, bounce, bounce. Okay, ich hat's nicht erwischt, aber dafür jetzt. Ach, nee, schon wieder Scheiße mitgenommen, was ich eigentlich gar nicht wollte. Patronen brauche ich, Melone. Eier, was zu essen, das können wir mitnehmen. Maschinenpistole lassen wir einfach mal hier. Bierflasche, Cram, Jet. Bier, nehmen wir das Bier auch noch mit? Bier nehmen wir mit, komm. Wir brauchen mehr Alkohol. Was haben wir hier sonst noch schön? Oh, Kronkorken, Muni. Klebebandrolle. Aktenschrank. Jet. Fusionskerne. 4 Stück. Ja. Geil. Gefällt mir. Noch ein Jet. Noch ein Jet. Och, geil. Eine Matratze zum... Schön. Ich kann nicht schlafen, während ich mich gerade hineinschlage. Ja, dann halt nicht. Toaster, ein Trinkglas, Trockner, Ofenhandschuhe. Ich glaube... Wir sind jetzt eigentlich hier durch, würde ich mal so ganz stumpf sagen. 4 Fusionskerne. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas Interessantes?
militärisches Klebeband, ein Schnappglas, ein paar Dosen. Oh, noch mehr Munition. Sehr schön. Noch mehr. Haben wir noch was? Nein, da ist leider nichts mehr. Und ich glaube, das war es jetzt hier auf jeden Fall. Good Neighbor gefällt mir. Finde ich toll hier. So. Und ich glaube, wir sind jetzt hier durch mit diesem Bereich. Dann können wir ja mal rausgehen. Den Sachen nehme ich auch noch mit. So. Dann kommen wir wieder raus. Kommt mal her. Lasst uns ein bisschen reden. Ein bisschen labern. Ich weiß, dass ihr alle euer eigenes Ding macht. Aber ich will nicht, dass ihr darüber vergesst, was wirklich wichtig ist. Während der Rede. Hey Daisy, schön, dass du gekommen bist. Wie geht's, meine Mädchen? Habe ich dich nicht letztens bei einem Date mit Morawski gesehen? Hätte er wohl gern. Okay, okay, wir kommen vom Thema ab. Wo war ich? Ah ja, was wirklich wichtig ist, wir Freaks müssen zusammenhalten. Und das geht am besten, wenn wir darauf achten, was uns auseinandertreibt. Versteht ihr? Ja, so sieht's aus, Henker. Also, was in unserem großen, netten Commonwealth will uns auseinandertreiben? Was für ein bösartiges, gefährliches Schreckgespenst will unserer friedlichen Gemeinschaft schaden? Das Institut und seine Synths! Ganz genau. Wer hat das gesagt? Komm nachher in meinem Büro vorbei. Du hast dir etwas Jet verdient. Das Institut. Das ist der wahre Feind. Nicht die Raider, nicht die Supermutanten, nicht mal diese Penner drüben in Diamond City. Ich weiß nicht, Hancock. Ich würde McDonald schon gern mal in den Arsch treten. Hey, ihr wisst alle, dass ich meinen ganz persönlichen Streit mit dem Idioten habe. Aber wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ich will, dass ihr alle das Institut im Hinterkopf behaltet. Passt auf, ob sich jemand plötzlich komisch verhält. Ob jemand Dinge tut, die er normalerweise nicht tut. Ob Verwandte euch plötzlich ohne Grund nicht mehr sehen wollen. Wir alle wissen, wer hinter dieser Art von Scheiße steckt. Und der einzige Weg, das zu verhindern, ist zusammenzuhalten. Sie können uns nicht kontrollieren, wenn wir keine Angst haben. Also, wer hat Angst vorm Institut? Wir nicht! Und mit welcher Stadt im Commonwealth sollte sich das Institut besser nicht anlegen? Good Neighbor! Und wer hat den Good Neighbor das Sagen? Hancock! Aus dem Volk! Für das Volk! Na, wenn das mal keine deutliche Ansprache war. Cleo, du kommst leider zu spät. Wo waren die jetzt alle? Ach, die waren alle da drüben. Hier waren die. Was denn? Ist Good Neighbor nicht gut genug für dich? Dann sieh dir mal Covenant an. Hab gehört, dass es da echt so richtig schicki-micki sein soll. Ja, sicher. Das Ding hab ich aufgebaut. Ich war gestern in der Nähe der Ruinen von Cambridge. Hab diesen komischen Notruf aufgefangen. Da sitzt anscheinend jemand richtig in der Scheiße. Wo in den Ruinen von Cambridge? Ruinen von Cambridge? Combat Zone? Die Ruinen von Cambridge? Wo sind die? Habe ich die überhaupt schon? Ich glaube nicht. Ich glaube, die habe ich nicht. Naja, was soll's. Draufgeschissen. Vielleicht finde ich das dann ja irgendwann anders mal. Wohin muss ich denn jetzt eigentlich noch? Oder eher gesagt, was habe ich denn jetzt eigentlich noch an Aufgaben? Gehe zur Stadtbibliothek in Boston. Begib dich zur Detektei Valentine. Raus ins Field. Finde eine signierte Baseballkarte. Genau, den Quartiermeister. Den Reflex-Dingens sollte ich noch machen. Triff dich mit den Minutemen nahe der Burg. Country Crossing. Tüste die Supermutanten in der Faneuil Hall. Das haben wir noch. Und folge weiter der Freedom Trail. Ich glaube, das hätten wir eigentlich noch weitermachen müssen. Wo das dann auch immer noch weitergehen sollte, keine Ahnung. Aus dem Feuer, sprich mit Preston Garvey, bringen die mutierten Farnblumen zu Solomon, suchen staatliche Vorratslager nach Kronkorken. Also zu tun haben wir auf jeden Fall noch mehr als genug. Die Höhle der Erinnerungen ist
super. Aber pass auf, dass du nicht abhängig wirst. So wie der alte Kent. Der arme Kerl hängt praktisch in der Vergangenheit fest. Memory Dam. Hast du ein Dach über dem Kopf? Versuch's mal mit Herrn Rexford. Die Höhle der Erinnerungen. Na? Was zum Henker ist das hier? Was zum... Hallo? Wer bist du denn? Die Höhle der Erinnerungen nimmt derzeit keine neuen Kunden an, Schätzchen. Hey, Irma. Und, gefällt es dir in Good Neighbor? Ist eine irre Stadt, was? Ja, das hat was. Gefällt dir die Einrichtung? Meine Geschäftspartnerin hasst sie. Sie meint, sie wäre nicht so der lustige Typ. Oh. Wo ist deine Geschäftspartnerin? Ich habe eine Menge sehr komplexer Arbeiten vor mir. Also, was willst du? Dr. Amari. Frag mich erst gar nicht, wie die Memo-Sessel funktionieren. Ich habe nicht die Zeit, dir hochkomplexe neurophysiologische Vorgänge so zu erklären, dass du sie verstehen würdest. Oh, danke schön. Das höre ich aber sehr gerne, dass ich rotzenhohl bin. Da ist ein Schlüssel für erforderlich. Schade. Okay, gut. Sollte ich vielleicht mal... Kate, hallöchen. Du bist auch immer hübscher. Ja, okay. Hier in Memorial Den können wir wohl im Moment wohl noch... Du willst wissen, wo die Memo-Sessel herkommen? Ein Mädchen muss auch seine Geheimnisse haben dürfen. Okay, gut. Ich wüsste nur gerne, wofür sie sind und was man hier machen kann. Das wäre für mich eigentlich weitaus interessanter. Oh, ein Spiegel. Oh, Jet. Die Haarklammern wird bestimmt keiner vermissen. Oh, hallo. Was zum Henker ist das hier für ein Laden? Da hau ich mir doch glatt erstmal vor Freude die Tür selber vor den Kopf. Creme, Blanco und Cheese, jede Menge zu essen, Vorkriegsgeld. Das braucht eigentlich hier auch kein Schwein. Okay, also das Ding, das können wir im Moment wohl knicken. Also da können wir nicht wirklich viel machen. Von dem her... Schauen wir doch einfach mal, wie es weitergeht. Aber ich glaube an dieser Stelle... Was zum... Er hat auch wie Sammy ausgesehen. Hat sich aber anders als er verhalten. Das Institut denkt, es könnte Leute in dieser Stadt durch Sünds ersetzen? Das werden wir ja sehen. Was soll ich für seine Mutter sagen? Hey, nur die freundliche Wache aus der Gegend, die die Spione des Instituts erschießt, sobald sie auftauchen. Okay, alles gut. Was ist hier passiert? Ach, der arme Sammy wurde vom Institut entführt. Dann haben diese Dreckschweine eine billige Kopie von ihm hergeschickt. Erbärmlich. Es hat nicht mal 2 Tage gedauert, bis alle wussten, dass mit ihm was nicht stimmt. Dann haben wir gehandelt und sind jetzt hier. Da fällt mir ein, ich muss herausfinden, wo seine Leiche hin soll. Warum verschwindest du nicht einfach? Gibt's einen Grund, mich zu stören? Ich musste gerade einen Synth-Körperdieb erschießen. Ein Synth-Körperdieb? Tut mir leid, ich gehe. Du hast wertvolle Kugeln verschwendet. Oh ja? Du hättest das besser hinbekommen? Wie schade, dass du nicht die schöne Erfahrung machen konntest, jemanden mit dem Gesicht eines Freundes umzubringen. Verschwinde jetzt. Das Institut und seine Sünds. Jetzt ist alles nicht mehr so schrecklich, oder? Naja, okay, gut. Vielleicht habe ich da doch nicht unbedingt gerade... Die Lady, mit der du da unterwegs bist, bringt nichts als Ärger. Viel Ärger. Ja. Ich glaube, in Good Neighbor werde ich aussehen... Hast du schon mal den Kill or Be Killed? Haben da echt nette Waffen. Halt deine Waffe besser griffbereit. Nur ein gut gemeinter Rat. Naja, kein Ding. Kann ich hier schlafen? Nein, natürlich nicht. Ach je, Hotel Roxford. Okay, dann suchen wir uns hier einfach mal ein schönes Bettchen für die Nacht, so gesehen. Vielleicht sollte ich dann auch ausnahmsweise nochmal schnell nach Diamond City gehen in mein Haus und da ein wenig mein Inventar aufräumen, bevor ich mich wieder weiteren Erkundungen zuwende. Willst du weiter den ganzen Tag in der Lobby rumhängen oder hast du noch vor, runterzugehen und was zu arbeiten? Für die Kunden da zu sein, ist Arbeit. Es geht nicht nur darum, die Camps zu kochen, Claire. Es geht auch nicht nur darum, die Camps auszuprobieren. Lass die Finger von dem Zeug und konzentrier dich. Was? Wo bleibt der Spaß am Kochen, wenn man nicht selber was konsumiert? Oh, entschuldige, mein Fehler. Ah, super, jemand Neues. Du brauchst bestimmt Jet, oder?
Selbstgemacht. Und zu fairen Preisen. Och, gibt es hier Arbeit? Ja. Du könntest echt perfekt für den Job sein. Du weißt, wer die Gunner sind, oder? Diese hochgerüsteten Söldner. Naja, ein paar von denen haben darüber gesprochen, das alte Hallucigen-Gebäude zu plündern. Ich meine, allein der Name sagt doch schon alles. Da wird es sicher Zeug geben, dass der totale Hammer ist. Wenn du mir davon was besorgst, gebe ich dir 200 Kronkorken dafür. Okay. Dein Angebot ist nicht gut genug, Fred. Oh, ich verstehe schon, wo die Reise hingehen soll. Der Job bringt 200 Kronkorken. Gefalscht wird nicht. Okay. Okay, Fred. Der Deal steht. Du bist echt der Knaller. Der absolute Knaller. Hast du kurz Zeit? Ich möchte dir was sagen. Ja, klar. Schieß los. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Wir sind schon eine Weile zusammen unterwegs und mussten einiges einstecken. Aber durch den ganzen Scheiß hindurch hast du zu mir gestanden. Du hast mir den Rücken freigehalten und dafür gesorgt, dass ich keinen Unsinn anstelle. Ich denke, ich sollte dir ein wenig über die Person erzählen, mit der du reist. Es gibt keinen Grund, so zu tun, als wären wir Fremde. Ich schätze dein Vertrauen. Wenn du dich dann besser fühlst, das höre ich. Das wäre schön. Ja gut, Ich schätze dein Vertrauen. Tja, du bist die erste Person, die es sich verdient hat. Alles fängt mit zwei heruntergekommenen Individuen an, die man wohl meine Eltern nennen könnte. Ich bin überzeugt, dass ich ein Versehen war, denn ich kann mich nicht erinnern, dass sie mich jemals wie ihre Tochter behandelt haben. Ich wurde angeschrien und geschlagen. Alles, was ich tat, war falsch. Ich war in ihren Augen nur eine Plage. Ich habe mir die ganze Zeit über gesagt, dass sie mich zumindest ein wenig geliebt haben, denn sie haben mich nie rausgeschmissen. An meinem 18. Geburtstag fand ich dann heraus, warum sie mich da behalten hatten. Sie legten mir ein Elektrohalsband um und verkauften mich an Sklavenhändler. Sie verabschiedeten sich nicht mal von mir. 18 Jahre habe ich diesen Scheiß ertragen. Und dann war ich ihnen nur eine Tasche voll Kronkorken wert. Ach du Scheiße. Oh. Das ist ja schrecklich. Ich weiß, es ist nicht leicht für dich, das zu hören. Aber lass mich fertig erzählen. Es wäre so leicht, meine Eltern für meine reizende Persönlichkeit verantwortlich zu machen. Aber das war ich selber. Ich war 5 Jahre bei diesen Sklavenhändlern. Die härtesten 5 Jahre meines verdammten Lebens. Zu was sie mich gezwungen haben. Wie sie mich für ihr Vergnügen missbraucht haben. Mir wird ganz schlecht, wenn ich daran denke. Aber ich nutzte die Zeit und habe gelernt, ihre eigenen Methoden gegen sie anzuwenden. Ein paar Kronkorken aus den Taschen eines schlafenden Mannes zu stehlen, ist einfach. Solange man nicht habgierig wird. Wie hast du überlebt? Alle getötet? Ich kann es mir nicht vorstellen. Sag bitte nicht. Ich weiß nicht, wie du das überlebt hast. Dann sind wir ja schon zwei. Es hat mich all meine Geduld gekostet. Aber nach 5 Jahren hatte ich endlich genügend gestohlen, um mich freizukaufen. Doch statt abzuhauen und mein Leben in Ordnung zu bringen, gab ich meiner Wut nach und bin nach Hause gegangen. Du kannst dir vorstellen, wie erstaunt meine Eltern waren, als ich ihre Tür aufgetreten habe. Du kannst dir aber nicht vorstellen, wie sie ausgesehen haben, als ich meine Knarre leer geschossen hatte. Oh, ach du Scheiße. In gewisser Weise kann ich es nachvollziehen und unter anderen Umständen wäre ich da jetzt eigentlich ein wenig... Ja, ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf reagieren soll. Aber im Sinne des Spiels ist es definitiv gerecht. Klingt für mich nach Gerechtigkeit. War es Gerechtigkeit? Oder war es Mord? Wenn ich die Augen schließe, sehe ich nur ihre angstverzerrten Gesichter. Und dann kommen mir viele Gedanken und ich verurteile mich selbst. Und das zerreißt mich verdammt nochmal. Denkst du, dass ich mir den Scheiß spritze und mich sinnlos betrinke, weil ich ein hartes, irisches Mädchen bin? Ich tue es, um zu vergessen und mein beschissenes Leben weiterzuleben. Jetzt bist du im Bilde. Jetzt kennst du Kate mit all ihren Fehlern und Schwächen und kannst über sie urteilen. Enttäuscht von dir, stolz auf dich. Du urteilst über dich, alles beim Alten. Ich bin stolz auf dich. Ich wusste, dass es ein Wagnis ist, dir das alles zu erzählen. Aber ich hätte nie erwartet, dass du stolz auf mich bist. Ich denke, dass ich das von dir hören musste. Danke. Ich bin immer für dich da, Kate. Und nichts, was du sagst, wird das jemals ändern. Oh. Ich... Tja. Das
Das hätte ich nicht von dir erwartet. Es tut mir leid. Ich habe nicht gewusst, dass ich dir so wichtig bin. Und ich dachte, es wäre ein blöder Einfall, dir von meinen Problemen zu erzählen. Schön zu wissen, dass du da bist, wenn ich dich brauche. Und ich werde immer für dich da sein. Oh. Ich glaube, wir haben es uns gerade eben ein wenig schön gestellt. Bevor du anfängst, kommen wir gleich zum Punkt. Wir haben freie Zimmer. Naja, ein Zimmer. Bezahlt wird im Voraus. Ja, ist ja gut. Dann, Da sind deine Kronkorken. Dein Zimmer ist im obersten Stock. Wenn du im Gang stehst, ist es der letzte Raum auf der rechten Seite. Besten Dank. Letzter Raum, rechte Seite. Komm mit. Im obersten Stock. Das heißt, ganz oben. Der letzte Raum auf der rechten Seite. Bin ich hier passend? Ja, ich bin hier passend. Los, komm mit. Wir machen es uns gemütlich. Wir müssen das Flirten, müssen wir jetzt noch ein bisschen vertiefen. Wir haben die ganze Nacht über Zeit. So, und an dieser Stelle sage ich dann auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Wir, ich mache jetzt hier auch erstmal einen Break für mich. Ich würde jetzt noch saugern. Nicht abhauen! Du musst hier bleiben. Wir haben auf jeden Fall noch mehr als genug zu tun. Es bin leider nicht zu allen gekommen. Leider. Hallo, Lucy Inc. Da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Wir haben da ja noch ein paar, so gesehen, naja, Quests, die wir da ja noch erfüllen können. Von dem her, hier bring Dingens da, noch ein Halluzinogene mitbringen. Karte. Die Karte wird mal wieder voll. Wir haben mehr als genug Quests zur Verfügung. Und ich denke mal, wir haben noch sehr, 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 sehr viel vor uns in der nächsten Zeit. Und ich freue mich tierisch drauf. Denn so langsam, denke ich mal, wird es doch auch storymäßig sehr, sehr interessant. Gut, ich sag nochmal danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hoffe ich doch sehr, ich würde mich freuen. Und ja, habt doch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder was auch immer.